Dark Souls ist ein schweres Spiel, wenn man es das erste Mal durchspielt. Ohne Hilfe, ohne Guide. Heutzutage gibt es zahllose Einsteigerguides, endlose Wiki-Einträge, die absolut jedes Item bis ins letzte Detail erläutern. Videos mit individuellen Boss-Strategien für jeden Charakterbild. Doch stellt euch vor, wir reisen zurück in das Jahr 2011. Es ist Oktober. Dark Souls ist gerade auf Xbox 360 und PS3 erschienen. Es gibt keine Wiki. Es gibt keine Guides. Was tun? Wir stecken fest bei den Gargoyles. Egal wie oft wir sie angehen, jedes Mal ein Fehlschlag. Doch dann, auf einem weißen Ross kommt unser Held angeritten. Er arbeitet bei der Gaming-Webseite Gameswelt und sein Name ist Andreas. Unser lieber Andreas brachte am 26. Oktober den, soweit ich das sehen kann, ersten deutschsprachigen Dark Souls Guide raus. Wir sind gerettet! Der Guide behandelt alle Gebiete, alle Bosse, erklärt, wo man wichtige Items findet und wie man seinen Charakter bauen sollte, in 59 Kapiteln. Wir folgen nun diesem Guide, möglichst Wort für Wort, um herauszufinden, wie hat man Dark Souls im Oktober 2011 gespielt. Lasst uns von der üppigen Frucht des Wissens kosten und in die Gameswelt ultraharte Lösung von 2011 eintauchen. Naja, gut, also es fängt einfach an, Schlüssel aufheben, wir sollen Nachrichten lesen, die Zombies klatschen, das Bonfire benutzen. Wir öffnen die Tür und begrüßen den fetten Bumbo-Dämon. Also der Guide sagt speziell, wir sollen ihn begrüßen. Okay. Hallo, wie geht's denn so? Wir öffnen den Weg zum Eulen Oscar und dann sind wir auch schon auf dem Weg zum ersten Boss. Auf dem Weg bekommen wir dann noch den Bogen. An dem werden wir noch viel Freude haben, das verspreche ich euch. Jetzt sieht's aber erstmal richtig wild. Also wir sollen durch die Fogdor und springen links oder rechts herum mit Anlauf auf eine der Plattformen in der Ecke und von dort aus ganz nach unten zum Dämon. Also richtig faszinierend. Irgendwie, vielleicht ist das jetzt nur ein kleines Detail, aber ich habe noch nie gesehen, dass jemand rechts hier auf diesen komischen Pfeiler gesprungen ist. Also ich habe Dutzende Dark Souls Playthroughs gesehen. Ich habe gesehen, wie Leute die Plunging Attack machen, wie Leute versuchen, die Plunging Attack zu machen und einfach so richtig reinfailen, wie Leute einfach vom Asylum Demon von der Plattform gehämmert werden, aber nie habe ich diese gammelige Mini-Plattform gesehen. Dem Asylum Demon sollen wir dann einfach am Arsch kleben, ab und zu ausweichen, draufhauen, okay, wir kriegen den Schlüssel und ab geht's zum Firelink Shrine. Wir sammeln ein paar Items in Firelink und dann geht's Richtung Undead Burg. Der Guide hat so ein bisschen einen Bogenfetisch und wir haben hier so den ersten Moment, wo wir einfach mal so richtig Spaß mit dem Bogen haben sollen. Lauft links herum entlang, wo ein weiteres Skelett mit Brandbomben auf euch wartet. Ihr besitzt eine Fernkampfwaffe? Fragezeichen. Dann geht ein paar Schritte zurück und schießt auf es, sobald es sich wieder in Sichtweite befindet. Direkt Bogen-Action für so ein Gammelmob. Zum Bonfire und wieder umdrehen, weil wir wollen zum Händler. Wir kaufen den Schlüssel und dann sollen wir noch Brandbomben kaufen. Genau genommen solltet ihr mindestens 10 Stück bei euch tragen und diese für den späteren Endkampf aufheben. Aber wieso und warum? Und weshalb überhaupt Brandbomben? Ja. Es geht weiter, Leiter hoch, wir springen rüber und auf der Veranda finden wir einen Ring. Okay. Zeit für den Bullen. Wir könnten theoretisch auch zurück zum Turm und die Leiter hinaufklettern. Doch ist dies für unsere Taktik nicht zu empfehlen. Aha. Die Strategie für den Bullen ist tatsächlich Brandbomben zu benutzen. Das ist jetzt auch jetzt ja, nicht mega verrückt. Also den mit den schwarzen Brandbomben, die man ja als Startgeschenk nehmen kann, zu machen.
Das habe ich auch schon mal gesehen. Wir schmeißen Bomben, bis der Taurus Demon down ist. Wir rennen über die Brücke und verstecken uns in einer der Nischen. Von dort aus müsst ihr nun den Drachen anlocken, sodass er mitten auf die Brücke springt. Wechselt hierfür ständig von Nische zu Nische und wartet auch mal ab, ob er sich einfach so bewegt. Ja, also was soll ich sagen? Bei mir irgendwie, der Drache wollte so gar nicht. Der wollte nicht mal mehr Feuer speien irgendwann. Egal wie oft ich jetzt von Nische zu Nische gerannt bin, nix. Viele von euch haben es jetzt vielleicht schon geahnt, aber wenn wir ehrlich sind, kein Dark Souls Guide wäre komplett ohne das beknackte Drachenschwert. Also, Drache hin, Schwanz ab. Wir sagen Hallo zu André. Wir reparieren unbedingt unsere Ausrüstung und machen uns auf den Weg Richtung Gargoyles. Ballern den Magier oben weg, wieder mit dem Bogen, Episode 2 von Spaß mit dem Bogen. Wir befreien dann noch den Fatmaster 9000 und klettern zu den Gargoyles hoch. Zu denen sagt der Guide nicht wirklich viel. Wir sollen Angriffe blocken und wenn der zweite kommt, sollen wir den ersten irgendwo in der Ecke locken und ihn weghauen, wenn der zweite gerade sein Feuer speit irgendwo ins Nichts. Naja, sie sind ja auch nur Schwierigkeit, Mittel und dauern auch nur 5 Minuten. Wir machen uns auf den Weg Richtung Capra-Demon. Zudem hat der Guide tatsächlich ein paar weise Worte. Das eigentliche Problem dieses Kampfes ist nicht der Dämon selbst, sondern das unglaublich enge Areal. Ja, genau richtig. Ich bin so stolz auf dich, Guide. Wir sollen dann die übliche Treppenstrat machen, die wohl jeder kennt. Doch dann bewahrheiteten sich meine schlimmsten Befürchtungen. Ich öffnete die Seite für die Untiefen und dieser Hinweis schlug mir entgegen. Wollt ihr den Endgegner innerhalb der Untiefen mit Pfeil und Bogen erledigen? So wie wir es euch raten würden? Dann holt euch beim Händler in der Stadt der Untoten mindestens 200, am besten sogar 300 Standardpfeile. Alter, uff. Es geht in die Untiefen. Wir hauen den Metzger und looten das Large Ember. Auf dem Weg in die Tiefen haben wir dann noch ein wenig Spaß mit dem Bogen. Wir schießen den Magier ab und kommen zur Fogdor, durch die wir mutig schreiten, weil wir als Fernkämpfer gut 200 Standardpfeile im Gepäck haben. Tja, was soll ich zu dem Kampf groß sagen? Also, unser Schaden spricht wohl für sich. Wir rennen also von Eck zu Eck und ballern drauf. Das ganze Trauerspiel zeigt zumindest nochmal, was für ein absolut erbärmlicher Drecksboss Gaping Dragon eigentlich ist. Das Viech macht halt absolut gar nichts hier. 8 Minuten und 147 Pfeile später geht das Ding dann down. Wir sind jetzt den ganzen Weg in die Untiefen gegangen, weil, ja, warum weiß ich auch nicht so genau. Die Large Ember benutzen wir nicht, weil wir noch das Drachenschwert haben. Und nach Blighttown sollen wir auch nicht weiter. Stattdessen sollen wir jetzt nach Darkwood Garden und Moonlight Butterfly machen. Auf dem Weg sammeln wir uns noch das Elite Knight Armor Set ein. Der Guide sagt explizit, dass wir das holen sollen, sagt uns aber nicht, dass wir es auch equippen sollen. Der Guide hat auch immer ein paar Screenshots dabei für jeden Teil und auf diesem 2P-Screenshot ist zumindest erkennbar, dass der das Elite Knight zerträgt und den Ritterschild benutzt. Also machen wir das jetzt auch. Und wohin führt uns das Ganze? Fatroll. Aber so richtig fett. Der Run ist plötzlich doppelt so schwer geworden. Wir snipen Moonlight Butterfly und sind vorerst fertig in Darkwood Garden. Wir sind also den ganzen Weg von den Untiefen hier hoch nach Darkwood und dürfen jetzt auf unserer Weltreise in die Katakomben. Und alter Schwede, ich sag's euch, wie es ist. Katakomben mit Fatroll. Alter Verwalter. Das Drachenschwert macht so langsam auch nicht mehr genug Schaden. Also krebsen wir da mega langsam durch winzige Gänge mit ultraschnellen Skeletten am Arsch bei dem Versuch, am Ende den Drecks-Necromancer zu kriegen.
Wir sind ewig da unten. Bis Pinwheel dauert's eine Stunde. Ich merke so langsam wirklich, dass mit dem Guide zu spielen das Spiel nicht einfacher macht, sondern wesentlich schwerer. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Der Cancer beginnt aber erst. Den Skorpion-Dämon von vorhin solltet ihr im Übrigen im Fernkampf bezwingen, weil das Kampfareal zu eng ist, um seinen schwungvollen Attacken gut ausweichen zu können. Junge, was ist los mit dem Bogenfetisch? Und schaut euch den Schaden an. Boah. 12 Minuten und 171 Pfeile später ist er dann down. Wir kommen also endlich zu Pinwheel und tja, was soll ich euch sagen? Bei Pinwheel, der als erstes die Schwierigkeit einfach bekommen hat und fast schon beschämend einfach ist, speziell für Dark Souls Verhältnisse. Tja, das war der erste Boss, an dem ich gestorben bin. Ich wollte so ein bisschen auf den flexen und ihm mit dem Bogen den letzten Schuss verpassen. Ja, und dann ist irgendwie das hier passiert. Ja, naja, vergessen wir das. Pinwheel down und ja. Und was jetzt? Warum sind wir hier runter? Der Guide selbst gibt darauf jetzt keine Antwort, nur dass wir als nächstes zurück nach Darkwood sollen. Wisst ihr eigentlich, wie lange es dauert, aus den Katakomben rauszukommen? Und besonders, wenn man Fett rollt und deswegen auf dem Weg jedes letzte Skelett machen muss, weil man sonst nicht von den Dingern wegkommt? Es geht also zurück nach Darkwood. Wir sollen Havel machen, beziehungsweise einen richtig dicken Zwischengegner, dessen Keule euch mit einem Schlag töten kann, selbst geblockt und mit voller Lebensenergie ausgestattet. Nächster Stopp, Hydra. Angeblich kann man sich hier hinter den Stein stellen und wird dann nicht von der Hydra getroffen. Nach ein bisschen Feinjustieren kriegen wir das dann auch hin. Dass wir die Hydra mit dem Bogen machen sollen, müsste ich, glaube ich, eigentlich auch gar nicht mehr erwähnen. Aber naja. Blighttown passiert nichts Besonderes. Die fetten Typen mit den Knüppeln nennt der Guide aus irgendeinem Grund Echse. Irgendwie wo Echse? Aber sonst passiert nur das, was man mittlerweile erwarten kann. Wir holen unten das Bonfire und gehen direkt wieder hinten aus Blighttown raus. Also wir sind runter nach Blighttown, damit wir anschließend wieder aus Blighttown rausgehen können. Es kristallisiert sich so langsam raus, dass die Route, die wir hier lang geschickt werden, eine absolute Behinderung ist. Als nächstes der Trip zurück zum Undead Asylum. Wir holen die Doll und Asylum Demon down und wieder zurück. Aber jetzt wird es noch schlimmer. Jetzt sollen wir zurück nach Darkwood, bei der Hydra die Leiter hoch und im Folgenden besiegt ihr drei riesige, flauschige Monsterkatzen, die wahrlich gefährlich sind. Doch es gibt einen ganz billigen Trick, wie ihr sie ohne Schaden erledigen könnt. Oh, was kann's sein? Eben mit Pfeil und Bogen. Wir haben ca. 60 bis 80 Pfeile pro Katze benötigt. Alter, langsam reicht's echt mit dem Müll. 5000 Pfeile später haben wir die flauschigen Hurensohn-Katzen dann weg. Der Wahnsinn hat aber noch kein Ende. Wir sind nach Darkwood runter und jetzt sollen wir direkt wieder zurück zu André und uns das Crest kaufen. Warum? Wozu haben wir denn dann die Katze gemacht? Der Weg, den das Crest öffnet, ist ja jetzt nur derselbe Weg, den wir jetzt mit den Katzen sowieso freigeräumt haben. Und was soll das jetzt?
Warum sollen wir jetzt überhaupt schon Richtung Sif gehen? Mit unserem unupgegradeten Drachenschwert machen wir hier absolut zu wenig Schaden. Aber der Guide besteht drauf, dass wir hier die NPC-Kollegen alle machen. Weil mir das zu lange dauert, benutze ich ein paar alternative Strategien und mache mich dann Richtung Sif auf. Den wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht besiegen können, sondern erst gut 10 Level später sowie mit einem gehörigen Plus an Ausdauer geschafft haben. What? Also, du schreibst in einem Guide, wir sollen jetzt zu Sif laufen. Und dann schreibst du, dass du den selber noch an der Stelle gar nicht geschafft hast. Also, was man dazu noch sagen kann, ich weiß es nicht. Ich schwöre, wegen so einem Scheiß denken die Leute, Dark Souls wäre ein ultraschweres Spiel. Wir machen also Sif mit unserem ziemlich miesen Schaden, aber... Und jetzt gehen wir zurück nach Blighttown? Wir sind also nach Blighttown gegangen, um dann hinten wieder aus Blighttown rauszugehen, um jetzt wieder nach Blighttown runterzugehen, um danach wieder aus Blighttown rauszuklettern. Naja, bei Quilag wird die Explosion überhaupt nicht erwähnt, deswegen laufe ich aus Solidarität mit jedem, der diesen Guide für seinen ersten Playthrough benutzt hat, einmal in die Explosion rein. Eine Quilag später bimmeln wir die Belle, haben ein etwas peinliches Gespräch mit Quilags Schwester und reisen weiter Richtung Sands Fortress. Wir machen uns auf den Weg nach Sands Fortress. Eigentlich alles Standard. Wir merken direkt, dass wir absolut zu wenig Schaden machen. Die ein oder andere Bogenstrat und dann dürfen wir endlich mal die Waffe wechseln. Der Lightning Spear ist ein Upgrade, zumindest ein bisschen. Zwischendurch passiert noch das. Hallo, wie geht's denn so? Aua! Der Iron Golem hat auf einmal seinen super Geheimjutsu ausgepackt. Das Dark Souls 2 Grab-No-Jutsu. Wir Lightning-Spearen uns durch Anor-Londo, durch die Painted World. Was wir mit dem untoten Drachen anstellen, muss ich nicht mehr sagen. Wir haben ein lustiges Radabenteuer und begehen ein rassistisches Hassverbrechen. Für die zwei Hirnis hier unten hat der Guide sogar einen richtig geilen Trick. Wir aggroen die unten einmal und dann gehen wir wieder hoch. Wieder oben angekommen, sollten die beiden am unteren Ende der Schräge stehen und Schwierigkeiten haben, euch zu folgen. Lauft zurück nach unten, worauf in 99% aller Fälle einer der Dämonen in den Abgrund stürzt. Nice. Die Bogenstrat für die Archer sind Giftpfeile. Ich glaube, das habe ich sogar genauso bei meinem ersten Playthrough damals gemacht. Wusstet ihr eigentlich, dass man hier durch das Fenster das Bonfire und so leer sehen kann? Das ist mir jetzt erst gerade zum ersten Mal aufgefallen. Bitte, Vater, vergib mir, denn ich habe gesündigt. Ich muss reinen Tisch machen. Ich habe geschummelt. Ich habe schon vorab den Guide gelesen, deswegen wusste ich, was jetzt passieren würde. Deswegen habe ich das, was der Guide uns jetzt vorschlägt, schon direkt nach Quilag gemacht. Es ist also O&S-Time. Die Strategie ist komplett uninteressant. Das Interessante sind die Gear-Vorschläge hier. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass wir hier vor O&S stehen und hier zum ersten Mal Waffen-Upgrades überhaupt erwähnt werden. Wir dürfen also unseren Lightning Spear upgraden auf plus 3. Ob der Blitzschaden jetzt gut ist gegen Ornstein, ist eine andere Frage. Aber der Kern des Grauens liegt versteckt in der Wahl der Rüstung. Wir sollen das Hubble-Set holen, das überrascht nicht. Jede Kack-Noob-Strategie in Dark Souls macht irgendwas mit dem Hubble-Set. Aber der Guide sagt nun, wir sollen uns speziell für O&S das Goldsaum-Set besorgen. Und dann Havels Handschuhe und den Rest Goldsaum tragen. Jetzt werden sich alle unter euch fragen, was zum Fick ist das Goldsaum-Set und warum brauchen wir das für O&S? Haltet euch fest.
Das Goldsaum-Set ist das Set, das bei der bekackten Leiche beim bekackten Ceaseless bekackten Discharge ist. Ceaseless Discharge, der Typ nach Quilag. Bedeutet, wir stehen also bei O&S vor der Tür und sollen jetzt aus Anor Londo raus, durch Sands Fortress, durch Firelink, durch New Londo, durch Blighttown, durch Quilags Domain, um dann Ceaseless Hurensohn Discharge zu machen. Für ein Rüstungsset. Um dann den ganzen Weg wieder zu O&S zurückzulaufen. Ich verstehe absolut nicht, warum der nicht einfach nach Quilag schreibt, hey, da hinten ist noch so ein Boss, den musst du nicht mal töten. Renn nur durch, hol dir das Rüstungsset für einen Boss später und benutze ein Homeward Bone. Der Boss greift dich beim Laufen auch nicht an. Oder so. Also im Vergleich hierzu war bisher echt alles harmlos. Sogar das mit dem Titanite Demon mit dem Bogen machen. Zumindest ist das mit der Schwierigkeit unmenschlich ganz süß und noch in Jahrzehnten wird man über diesen Kampf reden. Und es ist gut möglich, dass ihr nie einen härteren Gegner in eurem Videospielleben erlebt. Richtig drollig, ey. Ja, O&S machen O&S-Sachen, also unproblematisch. Es bewahrheitet sich allerdings, dass der Blitzspeer richtig schlecht gegen Ornstein ist. Aber immerhin, die Rüstung scheint zu funktionieren. Wir kriegen richtig wenig Schaden. Und können ohne Schild sogar fast rollen. Wir gönnen uns im Anschluss einmal Bababui und sollen dann zum Gwyndolin. Wir sollen also Gwyndolin machen, aber die Sache mit Guinevere, Pieksen und Anor Londo abdunkeln wird nicht erwähnt. Der Guide will, dass wir den Darkmoon Ring benutzen, um den Weg zu öffnen. Ich habe den Ring, aber eher durch Zufall. Ich habe vor diesem Playthrough noch nie diesen Ring geholt. Ich wusste auch nicht, wo der ist, weil ich eigentlich die Katakomben immer zur Hälfte überspringe. Ich habe den dann eher zufällig aufgehoben. Der Guide sagt, zieht nun den Finstermond Cerns Ring an, den ihr in den Katakomben hinter dem Skorpion gefunden haben solltet. Nur war der Loot hinter dem Titanite Demon nicht dieser Ring. Diesen Ring gibt es in so einem Sarg hinter einem dicken Skelett. Der Guide sagt an der Stelle, ihr stoßt wenige Meter später auf ein Riesenskelett, das ihr ebenfalls, so gut es geht, ignoriert. Sucht zu eurer Rechten nach einem schmalen Durchgang, durch den ihr schlüpft. Im kompletten Katakombenkapitel wird nie ein Ring erwähnt. Okay, jetzt wo ich die Goldsaum und die Darkmoon Ring Rant von der Seele hab, kann's weitergehen. Die zweite Hälfte von Dark Souls ist wesentlich linearer als die erste und dementsprechend gibt es auch leider nicht mehr so viele spannende Abenteuer, auf die uns der Guide schicken kann. Wir duken im Archiv, kristallisieren die Höhle. Für Thief hat der Guide noch einen letzten Knüller parat. Ihr kennt doch diese Austern, die direkt vor dem Bossraum stehen. Und beim ersten Mal Thief ist die Fogdor noch nicht da. Deswegen können die Austern mit in den Bossraum kommen. Der Guide empfiehlt hier einfach mal reinsterben, damit man beim nächsten Try den Raum für sich hat. Wir machen stattdessen dann das nächstbeste. Der Thief-Kampf ist... der Kampf ist... Ja. Die übrigen Boss-Strategien sind auch nicht besser. Im Prinzip ist jeder Boss jetzt... Zieh Havels an und hau drauf. Bei Nito dürfen wir wenigstens noch eine Heilig-Waffe benutzen für die Skelette. Einmal vor Kings, einmal Nito und einmal Bed of Chaos später stehen wir dann vor unserer letzten Hürde. Dem Aschefürst Gwyn. Schwierigkeitsgrad schwer, okay, also einfacher als O und S. Der Guide stellt uns ganze drei mögliche Herangehensweisen an Gwyn vor. Erstens einfach gut getten und alles parieren. Zweitens den irgendwie an irgendeinem Steinhaufen bekämpfen, wo der dann hängen bleibt. Ja, keine Ahnung. Die dritte und letzte Taktik ist, zieht Havels Rüstung an. Boah, krass, ey. Nur was passiert, wenn es auch nicht mit Havels Rüstung klappt? Nein. Kann es sein? Die verbotene vierte Taktik?
Haben Sie die dunklen Künste entfesselt? Erst sehr, sehr spät, sprich gute 10 verzweifelte Spielstunden später, kamen wir auf eine weitere grundlegende Taktik, die sich auf den ersten Blick wie Selbstmord anhört. In unserem siegreichen Versuch haben wir unseren Schild nicht konstant hochgehalten, sondern immer nur bei den leichten Schlägen. Und die harten Schläge wurden getankt. Okay, also die geheime vierte Taktik ist auch nur Havels anziehen und draufhauen, verstanden. Wir versuchen uns an der ehrenvollen ersten Taktik. Nachdem ich feststelle, dass ich parieren nicht drauf habe, heveln wir Gwyn dann im zweiten Versuch weg. Gwyn ist nicht mehr und wir werden zum Lord of Darkness. Zeit für ein Fazit. Also, wenn man Dark Souls durchspielen möchte und da dann einen Guide zu Rate ziehen möchte, in dem Fall versagt die Games-Welt ultraharte Lösung völlig. Die Walkthroughs durch die einzelnen Gebiete sind teils brauchbar, aber in den meisten Fällen heißt das dann eh nur, ne, dem Weg folgen, ab und zu ein paar alternative Pfade erkunden. Das, wofür man in Dark Souls einen Guide bräuchte, ist die Reihenfolge, in der man die Dinge angeht, wo man Upgrade-Materialien findet, um einen starken Charakter zu haben, mit dem man sich dann in einer angemessenen Reihenfolge den Gefahren des Spiels stellt. Also als Guide versagt der Guide. Aber, und das ist ein großes Aber. Dark Souls kam in Europa am 7. Oktober 2011 raus. Der Guide erschien am 26. Oktober 2011. Ich selber habe Dark Souls das erste Mal, ich glaube, 2013 oder 2014 gespielt und bei meinem Playthrough habe ich auch für ein paar Stellen das Internet zu Rate gezogen. Ich erinnere mich sogar exakt diesen Guide benutzt zu haben, als ich in Tomb of the Giants festhing, weil ich diese Lampe im Dunkeln absolut nicht gefunden habe. Vielleicht wart ihr ja dabei, aber wenn nicht, könnt ihr euch das vorstellen? Was für eine magische Zeit das gewesen sein muss, dieser Oktober 2011. Dark Souls ist gerade rausgekommen. Es gibt keine Wiki, in der jedes einzelne Item im Spiel bis ins letzte Detail aufgeschlüsselt wird. Die Foren brummen mit Spielern, die sich austauschen, ihre selbst entwickelten Strategien teilen. Niemand weiß, wie man Ornstein und Schmock besiegen soll. Und dann postet auf einmal jemand ein Video, wie er O&S in so einer schwarzen Nazgul-Robe macht. Und dann fragt sich jeder, was ist das für eine Rüstung? Das Goldsaum-Set? Wo bekomme ich die her? Kann das der Schlüssel sein zum Erfolg bei O&S? Und unser Autor war da mittendrin in diesem Chaos, diesem Oktober 2011, als Dark Souls noch komplettes Neuland war. Und dieser Guide trägt quasi zusammen, was Spieler im Oktober 2011 über das Spiel herausfinden konnten. Ne? Hol dir das Drachenschwert. Mach Gaping Dragon mit einem Bogen. Hol dir für O&S das Goldsaum-Set. Hol dir Havels und havel dich durch den Rest. Als Guide taugt der Guide nicht, aber als historisches Dokument dafür, wie viel doch in unter einem Monat über Dark Souls herausgefunden wurde und welche fragwürdigen Dinge dabei so herausgekommen sind, dafür lohnt es sich auch heute noch in diesen Guide, in verschiedene Foren-Threads aus der Zeit oder auch in alte Videos zu schauen. Da ist es wirklich ein großes Glück, dass dieser Guide nie überarbeitet wurde. Dark Souls ist ein Spiel, das wichtig ist und auch lange Zeit wichtig bleiben wird. Und wie sich Spieler mit Dark Souls auseinandergesetzt haben, als noch niemand wirklich wusste, was Sache ist, das finde ich absolut faszinierend. Und dieses Interesse hat der Guide absolut befriedigt. Also, in diesem Sinne, mein Name ist Giovanni Giorgio, aber jeder nennt mich Giorgio.